herzlich willkommen. Wir melden uns vom Deutschen Eigenkapitaltag des BVK. Hier sind natürlich extrem viele Venture Capital Firmen, Private Equity Firmen, Mittelstandsfinanzierer, aber natürlich auch Ihr Portfolio. Und ich habe jetzt ein Startup kennengelernt, das autonome Technologie verwendet und damit ein großes Problem löst. Matthias Strobel ist bei uns, der CEO. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Matthias, was macht ihr genau? Wir bieten Lösungen hauptsächlich für den Fachkräftemangel in Form von autonom agierenden Maschinen, sogenannte Service-Roboter, die bei uns vorwiegend im Facility-Management-Bereich zum Einsatz kommen. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Seit wann seid ihr an diesem Thema dran? Schon länger im F&E-Umfeld an der Thema Robotik, Plattform, Technologie, Navigation. Die Firma haben wir 2015 gegründet und haben eine eigene Marke, Atlatus. Atlatus steht dafür geringwertiger Helfer, Knecht. Das ist auch das Rollenverständnis, was wir sehen zwischen Mensch und Maschine. Da haben wir begonnen, eigene Produkte zu entwickeln. Der Push kam eigentlich dann aus der Branche. Der Fachkräftemangel war schon erkennbar und auch Potenzial, praktisch auch Qualitätssteigerung, Sicherheitszugewinn, dass ich nicht tagsüber reinige, sondern nachts, dann keine Rutschgefahr, keine verlängerte Bremswege für Stapler und so habe. Und wir haben uns entschieden, ein eigenständiges Unternehmen hochzuziehen, nicht nur ein Produkt zu entwickeln und das Ganze möglichst schnell zu veräußern, sondern sehen da eigentlich dann in der Robotik einen massiven Wachstumsmarkt und stellen die Geräte auch selber her. Das wollte ich fragen. Wir sehen hier die physischen Geräte, natürlich faszinierend, aber es ist auch extrem viel Technologie dahinter. Was ist jetzt die Kernkompetenz von euch? Technologie oder auch das Hardware? Ja, also wir decken alles ab, aber die Kernkompetenz liegt ganz klar in der Technologie, in den Steuerungssystemen. Wir haben aber wirklich auch eine Produktion hochgezogen, auch eine skalierbare Produktion und sind dabei, mit Partnern entsprechend auch den Vertrieb und Service zu konzipieren. Da gelingt es uns praktisch auch eigenständig, die Produkte in der Branche zu platzieren. Und es ist halt nicht nur auf Reinigung konzentriert, sondern beispielsweise hinter Ihnen sieht man Transportplattformen, wo man einfach den technologischen Part abdecken kann. Technologisch seid ihr in Europa eigentlich ein Marktführer? Ja, also man muss sagen, wir sind zusammen mit zwei Asiaten an der Weltspitze, was die Geräte betrifft, die Technologie, haben auch als einer der wenigen eigene Technologie, die wir dort verwenden und konnten da schon ganz gut Akzente setzen. Haben jetzt mit 200 Geräten im Feld, die operativ arbeiten, die verkauft sind, gute Validierung der Technik erreicht, sodass es jetzt wirklich in Skalierung geht. Ist da die Technologie dahinter, also falls du sowas sagen darfst, wahrscheinlich viel mit künstlicher Intelligenz, viel mit IoT. Wie smart ist die Technologie dahinter? Mit welchen Geräten kommunizieren die Geräte letztendlich? Ja, also sehr smart dahinter. Künstliche Intelligenz, ja, steckt mit drin. Die ganzen Deep Learning, Machine Learning Themen, um ins Detail zu gehen. Aber die Vernetzung ist sehr wichtig, wenn Sie in Gebäude arbeiten, ob das jetzt Fabrikhalle, Logistikhalle, Flughafen ist, dass Sie einfach eigentlich dann unabhängig von Menschen die Bereiche auch erreichen, beispielsweise nachts über. Das heißt, wir haben die ganze Kommunikation auch mit der Gebäudeinfrastruktur und können vor allem eigentlich dann auch in der Zukunft schauen, dass wir mit unseren digitalen Tools auch Mehrwerte schaffen. Für den Betreiber und für Third Parties. Wir sammeln ja praktisch auch eine Menge an Daten oder können eine Menge an Daten sammeln und es bietet auch die Möglichkeit für weitere Geschäftsmodelle. Sehr wichtig eigentlich dann, und da unterscheiden wir uns schon als europäischer, als Hersteller sehr gut, dass wir das Ganze auch trusted. Wir haben es als Trusted Robotics Plattform auch genannt, sodass wir da wirklich eigentlich dann safe und secure die Systeme auch anbieten können. Weil die Betreiber haben wenig Interesse, dass eigentlich dann Daten nach außen gelangen. Sehr wohl aber ist es interessant, wenn ich das Raumtemperaturprofil, wenn ich Netzabdeckungen, WLAN, LTE im Gebäude mit erfasse, um das auch zurückzuspielen an Betreiber. Wir melden uns natürlich von einer Konferenz live, da ist Action los, gerade werden Smoothies zubereitet, das stört uns aber nicht, wir machen einfach weiter. Spannendes Thema, Hardware, Top-Technologie und gleichzeitig sagst du, wir sammeln viel Daten, auch weitere Serviceangebote sind möglich. Was genau ist unser Geschäftsmodell? Werden nur die Geräte verkauft oder sind weitere datengetriebene Geschäftsmodelle denkbar? Datengetriebene Geschäftsmodelle sind sicherlich für die Zukunft nochmal ein großer Hebel. Aktuell ist es wirklich so, dass wir eigentlich dann die Geräte verkaufen, dass wir die Geräte vermieten, Leasing mit anbieten, aber sicherlich diese As-a-Service-Modelle und auch das Datengetriebene wird in Zukunft nochmal zusätzlich eine große Rolle spielen. Wo werden die Use Cases in der Zukunft stattfinden? Jetzt seid ihr auf Flughäfen dran, beziehungsweise großen Betrieben. Wo siehst du die Möglichkeiten dieser Robotisierung in der Zukunft auch weiter auszurollen?
Also für uns jetzt selber, wir haben einen klaren Fokus am Anfang gesetzt auf der Industrie und Logistik. Da haben wir ein Riesenpotenzial, das wir da heben. Decken da auch gerade die Bereiche ab, dass einfach die Synchronisation mit Stapler, mit anderen automatisierten Transportsystemen und auch dort der Fachkräftemangel. Es wird immer mehr Automationen dort stattfinden, findet aktuell schon statt. Und auch der erhöhte Bedarf der Reinigung da drin, dass einfach auch die Betriebssicherheit dieser Geräte dann auch garantiert wird. Der zukünftige, wie Sie schon sagen, so in Richtung Bahnhöfe, in Richtung Flughäfen, in Richtung Sportanlagen, aktuell gerade auch ein größeres Entwicklungsprojekt, das dann nächstes Jahr gelauncht wird, so in Richtung Krankenhäuser, wo ich ja auch überall diesen Fachkräftemangel und erhöhten Hygiene- und Reinigungsbedarf habe. Auch österreichische Sportvereine, wenn man das schon sagen darf, sind interessiert an diesen Lösungen? Sind interessiert, ja. Wir hatten da mit der österreichischen Branche ein Rapid-Wien-Stadium im letzten Herbst in Aufschlag. Es sind aber auch sehr viele österreichische Betriebe, wie in Pöttinger, wie in Hagasner, wie in Sport-OK, die Geräte schon im operativen Einsatz haben. Vielleicht abschließend, das sieht jetzt alles recht kapitalintensiv. Viel Hardware, man muss ja viel bauen. Wie seid ihr finanzierungstechnisch aufgestellt? Wie waren so die ersten Schritte, um dieses Startup aufzubauen? Ja, also finanzierungstechnisch sind wir so aufgestellt, dass wir über Seed-Finanzierung von der MBG Baden-Württemberg und Heite Gründerfonds, dann kam auch Chancenkapital Bibrach mit dazu, ein regionaler, aber auch sehr starker Partner, und haben dann auch einige Privatinvestoren, die auch sehr viel Know-how nochmal mit reinbringen, zusätzlich zum Kapital. Insgesamt muss man sagen, wir sind bisher mit wenig Kapital eigentlich dann ausgestattet, vor allem eigentlich dann Faktor 30 bis 50 im Vergleich zu den oft asiatischen Marktbegleitern, konnten es aber dann wirklich eigentlich dann auch intelligent gestalten. Wir haben eine Produktionslinie bei uns und haben natürlich das Invest in die Entwicklung und auch in die Werkzeuge, aber wir haben keine Invest in Maschinen. Das heißt, wir können relativ, also Produktionsmaschinen, da haben wir Zulieferer, wir entmontieren und liefern dann in Serie mit aus. Das heißt, auch die Skalierung, die verschlingt kaum ein Geld, was eigentlich dann die Skalierung der Produktion betrifft. Großartig, ein europäischer Marktführer mit Ambition, auch Weltmarktführer zu werden. Matthias, alles Gute für diesen Weg. Ja, herzlichen Dank. Danke sehr, danke euch fürs Dabeisein. Wir bleiben weiter bei dem Eigenkapitaltag, den deutschen Eigenkapitaltag. Wir haben spannende VCs, spannende Startups vor unsere Kameras bitten. Stay tuned und bis später.